Hallo, ich bin Anne Kranz und ich präsentiere euch heute meine Masterarbeit mit dem Titel Nachhaltigkeit im Alltag. Wie kann Design dem Konsumenten den Weg zum umweltbewussten Lebensstil vereinfachen? Ich starte mit meinem Problem, von dem ich ausgegangen bin. Darauf folgen die Lösungen aus meinen vorigen Semestern. Danach kommt mein neuer Ansatz. Und nach einem kurzen Einblick in meine Recherche folgt dann mein Masterprojekt Golden. Aber zurück zum Problem. Ich glaube, die Tatsache, dass wir ein ernstes Problem mit unserer Umwelt haben, ist an keinem vorbeigegangen. Hier trotzdem nochmal eine kleine Zusammenfassung. Treibhausgase heizen unsere Erde auf, Ressourcen werden verschwendet und bald auch knapp. Die Umwelt wird verschmutzt und es herrschen soziale Missstände, vor allem in den ärmeren Regionen der Erde. Das sind Probleme, die schon lange bekannt sind und langsam aber sicher zu Gefahren heranwachsen, die wir nicht mehr so einfach verdrängen können. Denn dabei sind alle Teile der Erde betroffen. Man merkt es zum Beispiel aktuell auch an dem Starkregen und dem Hochwasser vor kurzem in unserer näheren Umgebung. Aber auch die Waldbrände und Rekordhitzen in südlicheren Ländern sind Folgen des Klimawandels. Laut Wissenschaftlern ist das erst der Anfang. Das Erschreckende an der Sache, wir sind selbst schuld. Das kommt aber gleichzeitig mit der Hoffnung. Wir können das Gröbste noch aufhalten, es liegt jetzt in unserer Hand. Und wenn ich wir sage, dann meine ich auch wir, denn als Konsumenten tragen wir durch unsere Kaufentscheidung maßgeblich zur Ökobilanz bei, denn alle Dinge, die wir konsumieren, hinterlassen auch ihren ökologischen Fußabdruck in der Umwelt. Man könnte jetzt sagen, Konsumenten tragen nicht die Verantwortung für eine gesunde Umwelt, das ist Sache der Politik. Politische Entscheidungen haben nämlich auch einen weitaus größeren Einfluss auf das Geschehen. Allerdings sind wir aber alle von diesem Problem betroffen und da lohnt es sich nicht länger zu warten. Außerdem sind wir als Konsumenten ja auch Bürger und damit in unserem demokratischen System in die Politik eingebunden. Und daher ist es auch wichtig, dass jeder Einzelne mithilft und ein umweltgerechtes Denken und Handeln entwickelt, sodass auch politisch zugunsten der Umwelt entschieden werden kann. Dafür müssen wir aber erstmal wissen, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Den Ursprung findet der Begriff in der Forstwirtschaft. Dort hieß es nämlich, dass nur so viele Bäume gefällt werden dürfen, wie in der gleichen Zeit wieder nachwachsen können. Und heutzutage ist es branchenübergreifend gängig und bedeutet kurzum, dass wir mit unserer Umwelt so umgehen müssen, dass künftige Generationen den gleichen Nutzen aus ihr ziehen können. Um den nachhaltigen Konsum zu fördern, kommen auch immer mehr umweltgerechte Alternativen auf den Markt. Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass gar kein Konsum eigentlich am nachhaltigsten wäre, da sich ja jedes Produkt, wie schon erwähnt, auf die Umwelt auswirkt. Dieses weniger Konsumieren steht aber im Konflikt mit der Wirtschaft, die ja von dem Verkauf von Produkten lebt. Daher hat sich hier sowas namens Greenwashing entwickelt. Das bedeutet, dass Produkten unbegründet ein grünes Image verliehen wird, was dem Konsumenten den Eindruck gibt, es sei besonders umweltfreundlich und so besser verkauft wird. Es ist also kein Wunder, dass sich die Konsumenten in diesem Chaos nicht mehr zurechtfinden und die umweltgerechten Alternativen nicht mehr von den schlechteren Produkten unterscheiden können. Daher ist meine Vision, mehr Klarheit in das Thema Nachhaltigkeit zu bringen und so auch den umweltgerechten Konsum zu fördern. Dabei möchte ich keine Alternative für ein spezielles Produkt entwickeln, sondern den Konsum im Gesamten behandeln. Außerdem ist mein Ziel, auch abseits des Konsums einen nachhaltigen Lebensstil zu etablieren. Kommen wir dann zu meinen bisherigen Lösungen. Angefangen hat alles im ersten Semester mit den Four Trades. Diese sollen die Komplexität des Themas auflösen und mehr Transparenz bezüglich des Nachhaltigkeitsgrades bieten. Dazu habe ich das große Thema Nachhaltigkeit in die vier Kategorien Klima, Ressourcen, Fairness und Zero Waste, also Verschmutzung, unterteilt. Basierend darauf wird in dem Siegelsystem Four Trades jedes Produkt individuell in den vier Kategorien bewertet. Basierend auf die Four Trades habe ich im zweiten Semester ein Buch gestaltet, welches sich nochmal intensiver mit den vier Kategorien beschäftigt.
Außerdem habe ich den verschwenderischen Lebensmittelkonsum behandelt und das flexible Einkaufsnetz Float entwickelt. Dieses wird wie eine Hängematte in den Einkaufswagen gehängt und bietet Platz für einen halben Wochenbedarf von selbst errechneten 3,5 Kilogramm pro Person und mit jedem Produkt sinkt es etwas mehr nach unten. Sobald es den Boden berührt, ist die Grenze erreicht und dem Kunden wird signalisiert, dass er nun genug im Netz hat. Dann kann das Netz zu einer Tasche transformiert werden, in der er den Einkauf einfach nach Hause tragen kann. Wer der Reizüberflutung und den Spontankäufen im Supermarkt ganz entkommen möchte, für den ist die App Ecori vielleicht etwas. Der virtuelle Supermarkt Ecori filtert nämlich die Weiten des Online-Shoppings auf ein ganz individuelles Angebot und bietet einen Lebensmitteleinkauf per Tab und Lieferung an. Im vierten Semester bin ich davon ausgegangen, dass ein nachhaltiger Lebensstil nur dann langfristig Erfolg hat, wenn man ihn auch aus persönlicher Überzeugung führt. Daher habe ich ein Studio für Achtsamkeit und positive Energie namens Bowie entwickelt. Hier lernt der Kunde in verschiedenen Kursen das Bewusstsein für sich selbst und die Umwelt wiederzufinden. Außerdem habe ich das Gesellschaftsspiel Ecolomi entwickelt und gestaltet. Hier erfährt der Spieler, wie schwierig es ist, die drei Säulen der Nachhaltigkeit, Ökonomie, Ökologie und Soziologie in Balance zu halten. Und nur wenn er umweltgerecht und wirtschaftlich handelt, kann er dieses Spiel bestehen. Kommen wir dann zu meinem neuen Ansatz. Der durchschnittliche Europäer besitzt 10.000 Dinge und es kommen immer mehr dazu. Dabei können wir so viele Dinge gar nicht jeden Tag benutzen. Und außerdem löst auch dieser Überfluss Stress aus, da sie Platz in unserem Leben einnehmen und wir uns um sie kümmern müssen. In meinem Masterprojekt möchte ich deshalb den Ansatz folgen, weniger ist mehr. Das Ziel dabei ist, bewusster zu konsumieren und sich vor dem Kauf von neuen Dingen die Frage zu stellen, brauche ich das hier wirklich? Wenn wir diese Frage ehrlich beantworten und nur noch nach gründlicher Überlegung neue Sachen kaufen, können wir unseren Konsum deutlich reduzieren und so Fehlkäufe und auch Spontankäufe und den damit überflüssigen Konsum vermeiden. Um das Ganze positiver zu gestalten, möchte ich den Fokus auf das lenken, was wir schon haben und nicht diejenigen Dinge, die wir gerne hätten. Denn wenn wir immer nur neuen Dingen hinterherjagen, werden wir nie glücklich sein mit dem, was wir haben. Außerdem hält auch das Glücksgefühl von Neuanschaffungen immer nur so lange an, wie wir das Produkt auch als neu bewerten. Bewusster zu konsumieren bedeutet zwar in der Summe, weniger Dinge zu haben, aber diese auch intensiver zu nutzen. Und dass dies zu einer langfristigen Freude führt, möchte ich gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Wir gehen von dieser Jeanshose aus. Statt sie neu zu kaufen, habe ich diese hier von meiner lieben Freundin Eva bekommen, weil sie nicht mehr getragen hat. Nach einer Zeit bekam sie ihr erstes Loch. Früher hätte ich mir gleich eine neue, sehr ähnliche Jeans gekauft, aber diese hier habe ich repariert. Außerdem trage ich sie auch gerade zur Masterpräsentation, wo ich mir früher wahrscheinlich nochmal eine neue Hose gekauft hätte. Durch ihre lange Gebrauchsphase und all die Erinnerungen, die ich mit ihr teile, hat meine Jeans einen echten Charakter angenommen. Dadurch ist sie für mich auch wertvoller als die drei neuen Hosen auf der linken Seite. Das zeigt, dass mehr nicht unbedingt besser ist und der reduzierte Konsum nicht nur für die Umwelt, sondern auch für uns selbst gut ist. Denn durch die Befreiung aus dem Konsumzwang lernen wir gelassener und genügsamer mit unserem Besitz umzugehen, was nicht nur Zeit und Geld spart, sondern auch diesen Stress des Überflusses vermeidet. Kommen wir dann zu einem kurzen Einblick in meine Recherche mit Beispielen, die mich zu meinem Masterprojekt inspiriert haben. Das ist zum einen das japanische Schönheitskonzept Wabi-Sabi, welches besagt, dass die wahre Schönheit in der Unvollkommenheit liegt. Damit steht es ganz im Gegenteil zu dem westlicheren Konzept von Ästhetik, welches Perfektion und die Freiheit von Fehlern anstrebt. Mit Wabi-Sabi geht auch die japanische Reparaturmethode Kintsugi einher. In Japan wird nämlich gebrochene Keramik traditionell mit Gold geklebt. So bleiben die Macken auch nach der Reparatur noch deutlich sichtbar und markieren einen wichtigen Punkt in der Geschichte der Keramik.
was ihr einen einzigartigen Charakter verleiht. Hier folgen jetzt weitere Projekte zum Thema Langlebigkeit. Das ist zum einen iFixit. Das ist eine Website, die Reparaturanleitungen für verschiedene Geräte und Dinge anbietet. Hier helfen sich die Nutzer gegenseitig, indem sie immer wieder neue Anleitungen veröffentlichen, sodass es hier mittlerweile schon über 70.000 kostenlose Anleitungen gibt. Außerdem hat die Community ein Manifest, welches fordert, dass Unternehmen ihre Produkte so entwickeln, dass sie auch für den Nutzer reparierbar sind. Orsola De Castro ist eine italienische Modedesignerin, die die Fashion Revolution mitbegründet hat. Diese fordert mehr Verantwortungsbewusstsein und Transparenz in der Modebranche. De Castro selbst plädiert dazu, Kleidung möglichst lange zu tragen und bei Bedarf immer wieder zu reparieren. Ein bekanntes Konzept für die Langlebigkeit von Gütern ist Secondhand. Hier wechselt in der Nutzungsphase der Besitzer, sodass diese möglichst lange ist. Die Bekleidungsmarke The North Face hat mit ihrer Renewed-Kollektion Secondhand auch im Unternehmen aufgenommen. Hier wird nämlich reklamierte Ware wieder aufbereitet und wieder angeboten. Kommen wir nun zu meinem Masterprojekt. Golden. Ich habe mir ja als Ziel gesetzt, den unkontrollierten und übermäßigen Konsum von Gebrauchsgütern entgegenzuwirken. Und als Lösung dafür habe ich die Initiative Golden konzipiert. Diese legt ihren Fokus auf die Langlebigkeit von Produkten und strebt einen Konsumwandel, also ein Umdenken in der Gesellschaft bezüglich des Themas Konsum an. Dabei ist der Grundgedanke, dass Besitztümer möglichst lange behalten und genutzt werden, sie bei Bedarf repariert, aufgewertet oder individualisiert werden. Um an den Wert von Dingen zu erinnern, werden jene, die man gerne nutzt und auch schon lange nutzt, als golden bezeichnet. Welche Dinge golden sind, ist also immer eine ganz persönliche Entscheidung und auch unabhängig von der Marke des Produktes. Denn was dem Produkt seinen Charakter gibt, sind vielmehr die Geschichten und Erinnerungen, die man mit ihm teilt. Dadurch ist Golden auch eine Metamarke. Durch die Bezeichnung als Golden werden die Produkte nämlich von ihren ursprünglichen Marken gelöst und auf eine höhere Markenebene angehoben. Durch die Integration der Nutzer entwickelt sich die Initiative zu einer Bewegung, die die Idee von Golden weiter verbreitet. In erster Linie spricht Golden die Konsumenten bzw. Bürger an, da ja gemeinsam mit ihnen das Umdenken im Konsum angestrebt wird. Außerdem zählen Handwerksbetriebe zur Zielgruppe von Golden, da statt dem Neukaufen mehr Teile repariert oder angepasst werden müssen und durch Kooperationen rückt das Handwerk hier wieder mehr ins Blickfeld. Zudem müssen auch Unternehmen ihre Angebote hinsichtlich der neuen Nachfrage anpassen. Es wird mehr Qualität und Verantwortungsbewusstsein gefordert. Letztendlich wird auch die Politik angesprochen, denn durch den Konsumwandel wird sich auch das Wirtschaftssystem ändern müssen. Für den Namen habe ich eine starke und positivere Alternative für den Begriff alt gesucht, die gebrauchten Dingen auch sprachlich ein aufwertendes Image verleiht. Dabei habe ich mich von Kintsugi, dem Spruch Old but Gold und Gold wert, inspirieren lassen und die Marke Golden genannt. Mit Gold verbindet man ja auch immer einen sehr hohen materiellen Wert und hier ist es ein sehr hoher persönlicher Wert. Außerdem ist der Name national und international verständlich. Der Claim Things Last bedeutet Dinge bleiben und damit ist das auch genau der Markenkern von Golden. In Kombination mit der Wortmarke sagt es aus, dass die goldenen, also besonderen Dinge bleiben. Und die weitere Bedeutung bezieht sich auf das Thema Nachhaltigkeit, denn auch über die Nutzungsphase hinaus bleiben Gegenstände zumindest in kleinsten Spuren auf der Welt erhalten, zum Beispiel als Mikroplastik oder Treibhausgase. Das Logo ist ein Schriftzug aus kleinen Lettern, die nahbar und freundlich wirken. Dazu habe ich die Schrift Sophia Pro im Boldschnitt gewählt, welche einen sehr minimalistischen und schlichten Charakter hat. Und der Claim Things Last betont den Wortteil Old, sodass man auch Old Things Last lesen kann. Dabei ist der Claim in Versalien und in erhöhter Laufweite gesetzt, sodass das Logo sehr wertig wirkt.
Bei der Platzierung des Logos ist der Schutzraum zu beachten, da es meist auf einer farbigen Fläche sitzt. Die Besonderheit des Logos liegt im Buchstaben O. Hier gibt es nämlich einen Versatz, der aus dem O einen unvollkommenen Kreis macht, der aber trotzdem einwandfrei als O verständlich ist. Durch den Versatz gelangt das O innerhalb seiner eigenen Form auf eine höhere Ebene, was die Metaebene symbolisiert. Dabei berühren sich die Enden und schließen den Kreis. Die Ecken sind dabei abgerundet, was für die Abnutzung von Gegenständen steht. Diese Optik erinnert auch an den Möbiusring, welcher Symbol für die Unendlichkeit ist und damit auch ganz gut zu dem Thema Langlebigkeit passt. Das O kann auch einzeln als Bildmarke verwendet werden. Bei den Gestaltungsthemen habe ich mich auch von Gebrauchsspuren und Eigenarten inspirieren lassen und so zieren Printmedien zum Beispiel Kratzer und Druckfehler, während digitale Medien absichtlich mit Pixelfehlern ausgestattet sind. Aber das Hauptgestaltungsthema ist der Überlappungseffekt. Hier werden Elemente wie Flicken übereinander gelegt, was an das immer wieder Reparieren erinnern soll. Außerdem wird so auch nochmal das Ebenenthema aufgegriffen und es bilden sich Hierarchien. Und die weiterführende Bedeutung ist die Kritik am Massenkonsum. Ständig wird das Alte übermalt und immer ist etwas Neues im Trend. Auch in typografischen Gestaltungen findet sich die Abnutzung wieder. Hier werden nämlich wie in der Bildmarke die Ecken abgerundet. Und für den Satztext habe ich mir das Motto "Nutze, was du hast" zu Herzen genommen und auf eine weitere Schrift verzichtet, da auch schon genügend Vielfalt innerhalb der Schriftfamilie von Sophia Pro herrscht. Die Farben von Golden sind Vintage inspiriert, sie sind blass und matt und besitzen einfach nicht mehr die Farbkraft von früher. Im Zusammenspiel wirken sie aber trotzdem noch bunt. Die Palette von Golden besteht aus den Farben Ockergold, Rostrot, Fadengrün, Blassblau und Patina Lila mit jeweils 5 Farbtönen von hell bis dunkel. Die werden nämlich gebraucht für die monochromen Gestaltungen bei Golden. Dabei sticht immer ein Element andersfarbig hervor, meist in der Hauptfarbe Ockergold. Bei der Bildsprache funktioniert das ähnlich. Hier wird immer ein Element, meistens eine Macke oder Eigenart, von der sonst so monochromen Gestaltung farblich hervorgehoben, sodass diese symbolisch auf eine höhere Ebene gelangt. In Kombination mit Schrift wird das Überlappungsthema wieder aufgegriffen, wodurch zusätzlich nochmal die verschiedenen Ebenen betont werden. Die Hauptanwendung findet Golden in den Labels, welche Ausdruck der Metamarke sind. Dinge, die als golden bezeichnet werden, erhalten mit dem Golden Label eine neue Identität. Dabei wird das vorige Markenlabel verdeckt, wodurch das Teil von seiner ursprünglichen Marke gelöst wird und auf die Metaebene gelangt. Das zeigt auch nochmal symbolisch, dass die Marke für golden zweitrangig ist und kritisiert zudem den Markenhype. Das Golden Label hat außerdem den praktischen Nutzen, dass es den Besitzer immer wieder daran erinnert, dass das jeweilige Teil Gold wert ist und kein weiteres derart benötigt wird. Je nach Verwendung gibt es verschiedene Materialien der Golden Labels. So werden auf Textilien zum Beispiel Stofflabels aufgenäht oder aufgebügelt. Indoor-Produkte oder gut geschützte Produkte werden mit einem Label aus Papier ausgestattet. Und für Outdoor-Produkte gibt es folierte Sticker, die auch dem Wetter standhalten können. Damit Dinge möglichst lange ihren Nutzen erfüllen können, müssen sie bei Bedarf auch von Zeit zu Zeit repariert werden. Und daher habe ich mit den Repair Kits Basic Sets für Textilien, Technik und Kleben entwickelt, die die nötigen Utensilien zur Reparatur liefern. Die Kits sind in einer Pappschachtel verpackt, welche je nach Variante mit andersfarbig gestalteten Banderolen verschlossen sind. Und auf der Innenseite der Banderole stellt sich die Marke Golden vor und lädt den Nutzer dazu ein, Teil der Bewegung zu werden. Die Pappschachtel ist DIN A5 groß und je nach Variante mit unterschiedlichen Inlays ausgestattet. Als Prototypen habe ich das Textilkit ausgearbeitet. Es enthält alle wichtigen Utensilien, die zum Reparieren von Textilien benötigt werden. Das Inlay besteht dabei aus 2 Ebenen, welche wiederum aus mehreren Schichten Wellpappe zusammengeklebt wurden
Und hebt man die obere Ebene ab, gelangt man zu der unteren Etage und in der findet sich auch Platz für eigenes Zubehör, zum Beispiel Knöpfe oder Garne. Damit beim Abheben nichts verrutscht, sind in die Pappe Magnete integriert, die die Schere und die Nadeln fixieren. Und so ist auch eine aufrechte Lagerung der Box möglich. Außerdem habe ich DIY-Kits entworfen, denn die Eigenkreationen lenken den Fokus auf das Handwerk und zeigen dadurch die damit verbundene Wertigkeit von Dingen. Durch das individuelle Gestalten verbindet der Nutzer auch eine besondere Entstehungsgeschichte mit dem Ergebnis, wodurch schon zu Beginn eine stärkere Bindung dazu besteht. Die Gestaltung der Verpackung lehnen sich an die der Repair-Kits an, allerdings werden hier größenvariable Papiertüten verwendet. Auch in den sozialen Netzwerken ist Golden aktiv, daher habe ich ein Auftreten für die App Instagram gestaltet. Hier ist das Ziel, mehr Bekanntheit durch die Verbreitung im Netz zu erlangen und Golden zu einer Bewegung weiterzuentwickeln. Und dazu soll der Hashtag Golden Things Last Follower dazu bringen, ihre eigenen Lieblingsteile als Golden auszuzeichnen. Durch das alltägliche Erleben der Marke lernt der Follower Golden Stück für Stück besser kennen, wodurch die Bindung mit der Zeit immer stärker wird. Der direkte Kontakt zu den Anhängern macht die Marke dabei auch persönlicher und nahbarer. Inhaltlich tritt Golden vielfältig auf. Instagram wird nicht nur als reines Werbemedium genutzt, sondern bietet dem Follower auch Mehrwert. So wird zum Beispiel auch die Intention und Vision der Marke thematisiert. Anleitungen zu Reparaturen und DIYs werden gezeigt. Veranstaltungen werden angekündigt. Kooperierende Handwerksbetriebe werden vorgestellt. Und die Follower werden durch Reposts integriert, sodass diese Anerkennung erhalten und Golden authentisch wirkt. So könnte eine Produktankündigung aussehen. Dabei wird im Vorhinein die Entstehungsgeschichte und der Sinn des Produktes angedeutet. Hier links sehen wir, wie der Hashtag Golden Things Last funktioniert. Follower zeichnen digital ihre goldenen Dinge aus. Daneben sehen wir das Golden Sticker Set, welches in Reels oder Stories Verwendung findet. Die Website von Golden trägt nochmal die Informationen übersichtlich zusammen und dient gleichzeitig als Verteiler zu den Kanälen und anderen Touchpoints. Außerdem gibt es hier eine Handwerkssuche, die einen Überblick über die kooperierenden Betriebe bietet, sodass der Nutzer, wenn er Hilfe bei einer Reparatur benötigt, schnell den passenden Partner findet. In dem Golden Store können zudem die eigenen Produkte bestellt werden. Das Design ist nach dem Überlappungsthema gestaltet, wodurch der Nutzer einen kleinen Einblick in die jeweiligen Unterseiten erhält. Und so sieht das Ganze auf mobilen Geräten aus, hier zum Beispiel der Golden Store. Im öffentlichen Raum tritt Golden in Plakaten auf. Hier sind kurze, simple Sprüche das Hauptmotiv, die wie Streifen teilweise übereinander liegen. Da es sich hier um ein Printmedium handelt, werden hier Gebrauchsspuren in Form von Kratzern und abgenutzten Flächen integriert. Das Besondere an den Plakaten ist die Anwendung, denn die goldenen Plakate werden über Werbeplakate anderer Marken geklebt, deren Werbezeitraum vorbei ist. Da die goldenen Plakate etwas kleiner als genormt sind, scheint das vorige Plakat noch etwas durch und dies stellt einen Bezug zur alten Werbung her, welcher die Botschaft vervollständigt, nämlich die Kritik an der Schnelllebigkeit von Trends. Golden kooperiert auch mit Unternehmen, die gleichen Werte teilen. Nachhaltige Unternehmen setzen nämlich mehr auf treue Kunden als auf Fast-Shopper, denn diese bauen eine stärkere Bindung zur Marke auf und wissen die Qualität der Produkte auch zu schätzen. Unternehmen, die eine Kooperation mit Golden eingehen, verpflichten sich den Werten von Golden. Und Form findet diese Kooperation, indem in Werbeplakaten ein goldener Zusatz integriert wird, der die Langlebigkeit von Produkten thematisiert. Um mit diesen Unternehmen zu kommunizieren, besitzt Golden eine professionelle Geschäftsausstattung. Das Set besteht aus Visitenkarten, Briefbögen und Briefumschlägen, die jeweils mit überlappenden Flächen gestaltet sind.
Dabei sind die Visitenkarten besonders individuell, denn diese werden frei nach dem Motto Nutze, was du hast, aus Restpapieren und Pappen zugeschnitten und bestempelt und beklebt, sodass ganz verschiedene, ganz persönliche Visitenkarten entstehen. Und all das, was ich euch jetzt erzählt habe, ist auch nochmal ausführlicher in meiner Thesis beschrieben. Wer sich also nochmal genauer mit dem Thema beschäftigen möchte, kann gerne Bescheid geben. Das war es aber jetzt fürs Erste mit Golden. Ich hoffe, dass jeder von euch jetzt mindestens einen Gegenstand im Kopf hat, den er als golden bezeichnen würde. Denn wie schon am Anfang gesagt, jeder Einzelne muss bei sich selbst anfangen und zusammen können wir unsere Erde dann auch noch retten. Dankeschön und auf Wiedersehen.